Es geht wieder los mit der Pimmelbahn. Go Vacation auf der Switch! Hu zu einer neuen Folge von Switch Go Vacation. Und heute machen wir mal was Besonderes. Heute machen wir die Switch Go Vacation Modeshow. Und zwar läuft das so ab, dass ihr entscheidet, welches die beste Mode ist. Also quasi ich gehe jetzt hier in allen Resorts zu den Modeständen. Und dann schreibt ihr mir in die Kommentare, welche ihr am besten findet, ne? Oh, ich bin so weit gefahren. Na, upsi, so geht ja schon mal gut los hier. Ich glaube, ich parke einfach hier drinnen, dann passt das. So. Mein Lieblingsparkplatz hier. Sehr, sehr schön. So, okay, dann steigen wir hier mal aus. Hallo. Hallo, hallo. So, ich werde euch jetzt gleich quasi sagen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann helfe ich euch gerne. Aber als allererstes gehen wir zum Modemenschen. Hallo, Modemensch. Hier drüben. Ihr kann sich uns probieren für Outfits und für einen coolen Look an. Okay. Und quasi schreibt ihr jetzt immer, welches euch am besten gefällt. Es gibt mehrere Kategorien. Die erste Kategorie ist Kopfbedeckung. Also schreibt als erstes, warte, ich mach mal euch, ich meine eine kurze Hilfe, dass ihr quasi seht, wie ich das meine. Machen wir einfach mal SGV, dass ich jetzt quasi so sage, ein bisschen groß ist die schon, ne, machen wir ein bisschen kleiner vielleicht, obwohl passt so. Jetzt kommt erstmal der erste Bereich, ne, das ist Kopfbedeckung, machen wir jetzt hier KB, Doppelpunkt, okay, weil ein bisschen groß ist es schon, ein bisschen kleiner vielleicht. Wie geht denn das, Farbe, Hintergrundfarbe, okay, ein bisschen kleiner machen einfach. Es geht um die Kopfbedeckung, okay? Die Kopfbedeckung ist jetzt quasi. Starten wir jetzt aber mal. Machen wir auf. Dann haben wir jetzt hier verschiedene. Aus ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das sind diese Zahlen. Und. Beziehungsweise machen wir es anders. Wir machen es anders. Wir machen es cooler, okay? Wir machen es cooler. Wir machen es nicht so mit diesen Nummern, sondern wir machen es anders. Wir machen hier A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay? Und die Nummern halt, welche Farbe es sein soll. Okay? Also wenn ihr jetzt hier sagt, das ist A einfach. Aus. B ist das hier. Und dann schreibt ihr B1, wenn ihr diese Farbe mögt. B2 bei der und so weiter und so fort. Dann hier C und so weiter und so fort. D und so weiter und so fort. E und so weiter und so fort. Genau, dann hier F. G. H. I. Genau. Wenn ich zum Beispiel jetzt, weil ich kurz zurückgehe, und sagen würde, ich will das, was ich gerade habe, okay? Dann schreibe ich jetzt hier 1, 2, also A, B, C, D, E, F, G, H, I, okay? I und ich habe die Nummer 14. Da bin ich jetzt gerade drüber, ne? Das ist ein bisschen doof. Da muss ich mich verschieben. Da muss ich mich verschieben. Das ist gerade echt ein bisschen dämlich. So, ich schreibe schon mal hin. I, 14, okay? Ich muss mich kurz mal verschieben. Ich habe es nämlich gerade wahrscheinlich nicht gesehen. Webkamera, ich schiebe mich da unten. Dann seht ihr das so. Genau. Ich gehe noch einmal durch, weil ich habe das KB nicht gesehen. Also quasi hier 1, 2, 3 und so weiter. Hier C, 1, 2, 3 und so weiter. Da gehe ich jetzt quasi noch einmal durch, weil ich drüber war. Das war ein bisschen dumm von mir gerade, I'm sorry. Das hier wäre E. F. G. H und I, das ist das hier, das ist I. Und wie gesagt, ich würde es eben, wenn ich dieses Outfit, was ich hier gerade habe, wenn ich das reinschreiben würde, würde ich schreiben KB für Kopfbedeckung, I für halt für das, weil es hier das 9. ist, also A, B, C, D, E, F, G, H, I und 14, weil die 14. Farbe habe. Okay, das würde ich jetzt bei Kopfbedeckungen machen. Dann gehen wir weiter zur Brille. Bei Brille einfach nur schreiben, einfach nur BR, also quasi für Brille die Abkürzung.
Brille, okay? Dann schauen wir mal, was wir hier hinkriegen. Brille. Da gibt es ja auch A, B, C, also A, B, C, D, E, F, G, H. Und halt auch die ganzen Farben, ne? Die gibt auch mal fix durch. Die gibt's ja alle. Dann könnt ihr quasi in die Kommentare schreiben, was ihr am schönsten findet. Das sieht man hier kaum, aber hier seht ihr direkt den Bügel. Den hier oben und unten. Und sonst könnt ihr euch das alles auch nochmal bei euch selbst im Spiel quasi nachschauen. Genau, hier habe ich dann noch das hier. So, ich hätte jetzt quasi bei Brille hätte ich jetzt A, B, C, D, E, F, G. G und die Nummer 14 hätte ich, okay? Dann hätte ich jetzt hier quasi G14. So wird es dann hier aussehen. Genau, dann machen wir weiter mit der Kleidung. Die Kleidung, würde ich sagen, ist KL. Das muss ich wieder wegmachen. Da gibt es ganz, ganz viel. Dann machen wir einfach wieder durch A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Und das letzte machen wir einfach als... weil er quasi einfach der ein Buchstabe ist. Machen wir Ihr könnt auch AE schreiben, wenn ihr keine Ä-Taste habt, okay? Also, dann machen wir hier A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Und Ä. Oder AE, wie ihr wollt. Okay. Das wäre jetzt die Kleidung, dann gehen wir weiter. Ich würde jetzt bei Kleidung quasi sagen, ich habe hier die erste Kleidung. Oder warte, welche Kleidung habe ich denn eigentlich? Die hier. Welche ist das? Die hier. Das ist quasi die, irgendwie mal Zellen hier. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Okay, Y14 wäre das. Dann würde ich jetzt quasi hier reinschreiben. Y14. Okay, das wäre jetzt quasi von der Kleidung. Dann gehen wir weiter zu den Handschuhen. Da gibt es ja nicht so viele. Da würde ich aber als Abkürzung einfach ganz simpel sagen, machen wir... Handschuhe einfach so. Okay?
A, B, C, D, E. A bis E, okay? Dann machen wir, schauen wir uns das alles an. Das wäre A, das wäre B. C. D. Und E. Okay. So, welche habe ich? Ich habe die C7, okay? Dann würde ich jetzt quasi schreiben. Ups, da habe ich das falsch gemacht. Zurückgängig. So, okay. Da habe ich jetzt hier Handschuhe. Ups, da nicht andersrum. So, Handschuhe. Da habe ich jetzt C7 zum Beispiel, ne? Das wird dann so passen. Da braucht es einen Schuh. Da haben wir A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay, A, also A einfach ohne, aus. B, mit halt den verschiedenen Nummern. Genau. C. Sind die unteren eigentlich wichtig? Die unteren? Ja gut, die haben andere Unterform, manche. Okay. Genau, das hier ist jetzt D. E. F. G. H. I. Okay. Ich halte jetzt hier auf jeden Fall bei den Schuhen. Bei den Schuhen würde ich sagen, mach mal einfach SC für Schuhe. Und da würde ich vielleicht, habe ich jetzt quasi A, B, C, D, E. E14 habe ich da, okay? E, weil es der 5. ist, und 14, weil es nur die Farbe 14 von der ist. Genau, das wäre jetzt quasi das. Und wenn ihr wollt, also ich werde dann quasi, wenn ihr das kommentiert, einfach untereinander, erst die KB-Kopfbedeckung, dann Brille, dann Kleidung, dann Handschuhe, dann Schuhe. Wenn ihr das kommentiert, dann würde ich auch so mehr oder weniger so eine Art Mode-Walk machen. Das habe ich mir überlegt, dann machen wir vielleicht sowas. Und dann könnt ihr auch nochmal abstimmen, welches das coolste Outfit ist. Ne? Das wäre, glaube ich, ganz fresh. Probieren wir jetzt einfach mal in dieser Folge aus. Wenn ihr sagt, das ist nix, das ist doof, dann mach ich es in den anderen Sorts nicht mehr. Wenn ihr sagt, das ist ultra cool, dann mach ich das gerne nochmal. Ich nehme jetzt nach dem Part jetzt keinen Part mehr auf fürs Erste, also für heute. Und genau, dann schreibt einfach in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Dann warte ich auf eure Resonanz quasi. Und sehe dann mal, ob ich, wie ich das dann machen werde. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, ne? Gut. Was ist mit der Zusammenstellung? Frag mich einfach, wenn du das nächste Mal umziehen möchtest, ich warte hier. Genau. Dann schauen wir mal, ob das was wird. Gut. Dann würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao. Euer. Bye, 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 bye. Tschüss.